Ich freue mich. Endlich wieder ein neues Video. Diesmal zu den Themen im bisschen im November. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da und gerne ein Abo. Und dann bis gleich zum Video. Ja, bei uns ist jetzt so, wir haben jetzt Ende November und endlich auch mal Frost. Also dieses Jahr war ja geprägt von einem sehr warmen November, zumindest bei uns. Also auch die Bienenvölker hatten bis vor, dann habe ich zum letzten Mal geschaut, also vor 2 Wochen zum Teil schon noch deutlich Brut. Ne? Varroa-Milbe, muss man sagen, habe ich wieder ganz gut erwischt. Also da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Da bin ich echt zufrieden. Die Völker sehen echt gut aus. Haben jetzt natürlich viel Brut, haben schon zum Teil auch viel Futter verbraucht, aber haben eben durch dieses warme Wetter, ne? Wir hatten ja im November bis zu 25 Grad, teilweise auch unheimlich Pollenversorgung noch. Ne? Diese ganzen Blühflächen auf den Äckern, wo ja in normalen Jahren viel zu spät sind, eben weil sie ja blühen, wenn die Bienen praktisch schon in die Winterpause gehen, konnten in diesem Jahr oder haben die Bienen in diesem Jahr super beflogen, haben dadurch meiner Meinung nach extrem viel Brut noch gepflegt. Das ist jetzt, finde ich, nicht so vorteilhaft, aber es war halt nun mal dieses Jahr einfach so. Und der Natur fehlt total Wasser, also wieder kein Regen im November, also Wasser fehlt unheimlich bei uns. Rapspflanzen sind ja zum Teil schon ordentlich gewachsen, ne? Da bin ich mal gespannt, wie das im Frühjahr ausgeht. Und klar, natürlich Oxalsäurebehandlung. Ne? Eigentlich wäre jetzt so bei uns die nächste Woche zur Oxalsäurebehandlung. Ich meine, es wird Völker geben, es wird viele Völker geben, die brutfrei sind. Vor allem die Wirtschaftsvölker, aber wie gesagt, diese Jungvölker, die sind einfach noch mal richtig in die Brut gegangen. Oder gar nicht aus der Brut raus. Durch diese Pollenversorgung und dieses warme Wetter. Ich meine, du kannst ja nichts ändern. Das werden wir da mal abwarten. Also wahrscheinlich werde ich dieses Jahr einfach zweiteilen. Die Jungvölker ein bisschen später in der Oxalsäurebehandlung. In der Hoffnung, dass die auch eine Brutpause machen. Aber ich meine, im Prinzip hat es jedes Jahr funktioniert. Warum sollte es nicht funktionieren? Und die Wirtschaftsvölker ist bei uns ja eigentlich immer so Anfang November schon an der Zeit. Ne? Also wir haben jetzt ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, so den zweiten Tag mit Nachtfrost. Und wir sind, müsste ich lügen, aber letzte Novemberwoche, ne, sind wir gerade. Ja, 4 Wochen zu spät eigentlich, oder 4 Wochen später mit diesem Frost. Ja, das ist so ein bisschen, was bei den Bienen los ist. Also auf jeden Fall können wir uns mal auf den Zettel schreiben, im Frühjahr ein bisschen intensiver nach den Futtervorräten zu schauen. Aber mei, so ist es halt. Hauptsache den Bienen geht's gut. Und sonst, klar, es war im Kanal war es lange eine Pause. Also ich möchte jetzt wieder regelmäßiger was machen. Ich habe ein Video endlich auch mal, viele von euch haben sich das gewünscht, zur Schleudertechnik geplant. Und das soll sicherlich kommen. Und warum war so wenig los? Ja, ich habe unheimlich viel halt zu tun gehabt. Ne? Ein paar Projekte, davon habe ich schon berichtet. Da war ein bisschen eingespannt, das muss man auch machen alles. Da wird es auch in nächster Zeit werde ich darüber auch mal ein bisschen ausführlicher berichten können. Und aber ich freue mich auf jeden Fall. Mir macht es schon mal richtig Spaß. Und wie gesagt, bei den Bienen ist halt gerade im Moment nichts zu tun. Ich meine, vielleicht noch was, weil eben dieses Wetter jetzt so ist, wie es ist,
Aber ich glaube auch erst letzte Woche die letzten Mäuse hier dahin gemacht. Ja, weil die sind so geflogen, die haben so Pollen gebracht. Ich meine, Brutpflege ist ja immer ein bisschen problematisch um diese Jahreszeit. Oder ich habe es einfach gern, dass die Brut zurückgeht, dass das Bienenvolk auch zur Ruhe kommt. Ja, weil Brutpflege bedeutet ja für die einzelne Biene eine totale Anstrengung. Also sie lebt dadurch kürzer, ne, vor allem jetzt im Winter, sie lebt dadurch kürzer. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Auswinterungsstärke oder die Überwinterungsfähigkeit von so einem Bienenvolk. Und deshalb bin ich persönlich gar nicht so der Freund davon, dass die Bienenvölker so spät im Jahr noch eine tolle Pollenversorgung haben und noch viel brüten, sondern ich habe es eigentlich ganz gern, wenn die wirklich im November schon zur Ruhe kommen, es kalt ist und ja, im Prinzip die einzelne Biene nicht mehr viel Brut pflegen muss, nicht mehr viel Futtersaft machen muss. Das ist so der Grund. Und dann hast du natürlich auch dieses Problem, viel Brut bedeutet auch wieder viel Varroa-Vermehrung oder kann bedeuten viel Varroa-Vermehrung. Also das kann auch wieder bedeuten, dass wir dann im nächsten Jahr dann nochmal wieder intensiver ran müssen, zumindest wie gesagt an den Jungvölkern. Bei den Wirtschaftsvölkern habe ich das jetzt bei mir nicht so extrem festgestellt, dass das wirklich richtig abnormal ist im Brutverhalten. Also die sind auch zum Teil ohne Frost schon aus der Brut gegangen, zum Teil aber auch nicht. Aber vor allem bei den Jungvölkern muss ich sagen, da ist es mir extrem aufgefallen, wie groß da die Brutflächen einfach noch sind und wie viel Pollen da noch angeschleppt wird. Ja, also das sind einfach so ein bisschen die Gründe, wo ich euch mitgeben will auf den Weg jetzt hier im November, in diesem Corona-November. Ne? So wie es aussieht, wird jetzt wieder mehr beschränkt. Und ja, ich hoffe, dass es euch allen gut geht, dass es euren Bienen auch gut geht. Und dass der eine oder andere, der auf Weihnachtsmärkte angewiesen ist, um seinen Honig zu verkaufen, vielleicht auch einen adäquaten Ersatz findet. Weil, also bei uns sind die meisten Weihnachtsmärkte einfach abgesagt. Ne? Das ist ja ganz unterschiedlich wohl. Aber bei uns, also wenn man drauf angewiesen ist, ist es schon schwierig, ja. Ja, das sind so meine Anmerkungen. So, jetzt laufe ich nicht wieder da hoch, weil die Kamera mich verloren. Ah ja, die war jetzt auch erst in der Reparatur. Jetzt laufe ich wieder da hoch. Heute wollen wir noch ein paar Bäume pflanzen, zumindest mal die Wiesen aussetzen, dass wir wissen, wie viele Bäume hier und da. Dann ist das auch mal erledigt. Ja, dann wünsche ich euch schon mal was. Und bis demnächst. Ja. Tschüss, ade.